Ankunft in Budapest. Die Stadt ist für viele an Bord die Hauptattraktion der Reise. Für Chefkoch Peter Kisch ist die Ankunft immer ein besonderer Moment. Bei diesem Anblick schlägt das Herz des Ungarn höher. Also, das ist die ungarische Hauptstadt, also für mich die Heimat. Das Parlament der Metropole thront majestätisch am Donauufer. Die schönste Stadt im ganzen Fluss. Kurz hinter dem Parlament legt der Kapitän in dritter Reihe an. Alles verläuft reibungslos. Doch während sich die ersten Passagiere für ihren Ausflug bereit machen, gibt es ein Problem auf dem Sonnendeck. Der Gangway fehlt. Ja, mich wundert das immer, dass die Nautik weiß jetzt schon seit 10 Minuten, dass wir hier die Gangway brauchen. Und eigentlich könnte man die schon längst hergebracht haben. Die Schiffsführung hat offenbar versäumt, alles für den Landgang vorzubereiten. Ich bin jetzt so ein bisschen sprachlos gerade. Warum wir auf einmal nur noch einen Matrosen haben. Jetzt hat er einen gefunden. Guck mal, jetzt bringt er ihn mit. Nur über eine spezielle Rampe kommen die Gäste von Bord. Alexander, wie machen wir's? Ich bleib gleich hier stehen, halt die erstmal auf, dass sie nicht losstürmen. Ja. Ja? Machst du einen Aufruf bitte? Ich mache eine Durchsage unten. Genau. Ja, dann komme ich wieder rauf. Genau. Und dann kannst du mit den Gästen losmachen. Dann marschiere ich los. Genau. Ja. Noch nicht. So, folgen Sie mir auffällig bitte. Haben Sie Kletterschuhe bei? Wir müssen jetzt klettern gehen. Die Gäste nehmen es gelassen. Mit dem Bus geht es in die Stadt. Wir zwei Fensterplätze haben. Wurscht. Sie sind der Zehnte. Es gibt wahrscheinlich noch 400 Fensterplätze. Gehen Sie mal darunter erstmal. Wir fangen hinten an, damit die schlecht laufen können, direkt in diesen Bus steigen können. Ne? Das finde ich auch. Mit einer kleinen Verspätung startet die Sightseeing-Tour durch Budapest. Ah, oh, Peter, super. Super. Danke dir. Hi. Schön. Du, wo laufen wir hin? Was schlägst du vor? Hier, geradeaus, durch die Straße. Peter will Mirko zu seinem Lieblingsort in Budapest bringen. Unterwegs treffen sie Stefan und Katharina, die die Stadt ebenfalls zu Fuß erkunden. Hallo, wie geht's euch? Hallo, hi. Gut? Hi. Hallo. Ja. Ciao. 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 Peter will hoch hinaus mit Mirko. Auf der gegenüberliegenden Seite der Donau liegt der Stadtteil Buda, auf dem sich der Burgberg befindet. Boah, ist das schön. Ja, das ist wunderschön. Boah, ist das herrlich. Wahnsinn.